Hey Leute und damit herzlich willkommen wieder zurück bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. So, jetzt geht es aber zu den Zwillingsbergen da hinten. Ich hoffe, das funktioniert so. Es funktioniert. Ach, schön. Da hinten müssen wir hin. Der König Roam hat uns ja gesagt, wir sollen zu den Zwillingsbergen reisen, nach Kakariko. Das ist schon cool, jetzt können wir überall runterspringen. Achso, aber das geht auch ein bisschen auf unsere Ausdauer natürlich. Alles klar. Ah, die nehme ich mal nicht. Dann nehmen wir mal die ganze hier. Oh, das kann man mit Steinen schlagen. Ein bisschen mehr. Naja, Waffentasche ist voll. So, aber die Hauer und Schilde nehmen wir mal mit. Ach, da noch so eine von diesen alten Maschinen. Die ja ursprünglich für etwas Gutes gedacht waren. Aber dann natürlich missbraucht wurden. Ja, so ist das. Alles, was für etwas Gutes verwendet werden kann, kann auch für etwas Schlechtes verwendet werden. So, Königreich Hyrule. Hier waren wir noch nicht? Ich weiß es nicht. Sind wir jetzt wirklich unten? Schau gerade mal hier rein, das sieht so heißungsvoll aus. Aha. Ein Fuchs! Das ist ja mal nice. Na komm. Boah, das mit dem Zielen ist echt nicht einfach. Och, wir haben ihn einmal getroffen. Oh, wir haben ihn besiegt, Mensch. Oh, Wildfleisch, okay. Ich dachte, das ist so ein besonderes Tier, was hier lebt. Tut mir aber auch irgendwie ein bisschen leid, der Fuchs. Weil es einfach ein ziemlich schönes Tier auch ist. Und ich habe ihn einfach hinterrücks. Ach so, ein Holzpfeil. Oh Mann. Ich dachte, oh, da ist was Wertvolles. Jetzt ganz langsam. Ja, wir sind jetzt schon auf der Ebene. Mensch. Oha. Kutsche hat wohl auch schon das Zeitliche gesegnet. Wahrscheinlich auch vor 100 Jahren, als die Verheerung Ganon hier gewütet hat. Und ich dachte mir auch sowas, dass die Zelda da eben den Ganon gerade quasi versiegelt. Er kann eben aus diesem Bereich nicht heraus. Aber ihre Kraft schwindet ja auch schon. Ach, es ist so malerisch hier. Ja. Was ist das denn da hinten? Ach, noch eine. Ach, da ist auch die Brücke von Eldin. Ah. Hey! Sehr cool. Ach Mann. Das ist schon toll. Damit können wir auf jeden Fall schon mal anfangen. Ja, kommt nur her.
Na komm. So, vor dem müssen wir uns sehr in Acht nehmen. Nein, die machen wir relativ schnell platt. So. Okay. Oh, fuck. Alter Schwede, Mann. Wir haben uns einfach instant killed. Okay. Ich muss nochmal schauen. Hab's noch nicht so drauf, mit dem Schild abzublocken. Man kann ja dann auch die Angriffe von dem Typen kontern, was natürlich wahrscheinlich auch relativ gefährlich ist, weil wenn da so ein Konter misslingt, killt er uns natürlich direkt. Das war so. Dann. Ach, hat das jetzt. Hat er die jetzt. Ah, okay. Wenn ich Lanze drauf habe, kann ich mein Schild nicht benutzen. Ja. Okay. Das heißt, ich bleib aber bei der Lanze und ich passe dann einfach ziemlich auf, dass der mich nicht treffen kann. Okay, dann machen wir mal wieder den hier. Können wir ja schon mal da hinlegen. Und wechseln jetzt auf die hier. Genau. Na komm. Okay. Wir verballern hier voll die guten Waffen, aber das passt eigentlich schon. Jetzt habe ich natürlich auch nicht mehr so gute Waffen im Petto. Wir haben noch mal eine Axt. Jawohl. So, das Soldatenschwert. Diese Art Schwert benutzten einst die Schlosswachen von Hyrule. Seine scharfe Schneide leistet im Kampf mit Monstern gute Dienste und ist äußerst haltbar. Und ein Soldatenschild. Mann. Da er aus Holz besteht, wiegt er nicht viel, doch in der Nähe von Feuer sollte man auf der Hut sein. Achso, und meine Schildtasche ist voll. Daher, schmeiß ich mal hier zwei von diesen schlechteren Schilden weg. So. Was haben wir hier noch? Ein Bockblindhorn. Naja. Nehmen wir auch. Oh, und die Keule ist auch gut. Ach. Schauen wir nochmal. Tun wir nochmal so ein Ast hier weg. Den schalten wir auch gerade mal aus. Wie viele sind das noch? Okay, ich speichere gerade mal. Ja, den Turm, den muss ich jetzt einfach nochmal mitnehmen. So, und ich... Achso, das ist jetzt der Bogen. So. Nice. Okay, hier können wir nichts machen. Mal schauen, wie kommen wir... Eigentlich schon ein bisschen zu schade für die. Okay. Ach, da die Treppe einfach. Oh.
Flederbeißervögel. Hier können wir natürlich hochgehen. Was war das? Hä? Stand er nicht eben neben? Nee. Achso. Boah, Mensch, ist schon ziemlich scharf. Nice. Cool, und jetzt haben wir natürlich hier eine Schatztruhe. Eispfeil. Alles, was sie treffen, friert ein, besonders effektiv gegen brennende Ziele. Cool. Ah, und es macht so vieles einfacher. Nein, 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 nein. Ein Storch. Okay. Den lassen wir mal weiterziehen. Die Hylia-Brücke. So, ich muss mal aufpassen, wo ich hinlaufe. Alles klar. Frag mich, ob man hier auch theoretisch schwimmen könnte. Also theoretisch müssen wir ja... in. Oh, und der Baum da hinten, der ist auch so schön. Wir müssen ja eigentlich in eine andere Richtung. Deshalb gehen wir auch mal in die richtige Richtung. Okay. Das ist schön. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ach, ein Haubentaucher ist das gemacht. Schön. Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen weiter nach links. So, jetzt aber nochmal. Vielleicht können wir auch gerade mal was essen bei der Gelegenheit. Vielleicht auch was, was unsere Ausdauer erhöht. Haben wir leider nichts da. Okay, dann essen wir einfach mal. Oh, dieser Festtagsgulasch. Pilzspieß. Ja, komm. Gönnen wir uns. Lecker. Vielleicht ist hinter dem Wasserfall was. Okay. Eine Steinwand auf jeden Fall. Ist das da? Ist das da ein Eingang zu einer Höhle oder sieht es nur so aus? Da auf der linken Seite? Natürlich auch mit der Ausdauer aufpassen. Nee, ich glaube, es ist. Das sah nur so aus, oder? Ja. Okay. Da! Ah. Ganz knapp.
Na gut. Den nehmen wir natürlich auch mit, den Halubarsch. Was ist das? Okay. Wüsste zu gern, wofür das gut ist. Was könnte man damit machen? Leg's mal wieder da oben hin. Gerade gehört? Vielleicht muss man das an eine bestimmte Stelle legen. Okay. Oh. Slimies. Das Schwert gerade erstmal weg, weil das ist eigentlich echt zu schade. Das behalte ich mir dann lieber für die Bosskämpfe. So malerisch, ich kann es nur immer wieder sagen. Was ist das denn? Ein Rüstling. Sah zuerst aus wie so ein Schildkrötenpanzer. Der Hut dieses Pilzes hat sich zu einem harten Panzer ausgebildet. Ach was. Als Kochzutat festigt er vorübergehend die Knochen und steigert so die Abwehrkraft. Cool. Da können wir... Hä? Was sind das hier für merkwürdige Dinger? Hier so ein Stein, der am Baum fest ist? Hä? Okay. Machen wir mal den hier. Was ist das zum Henker? Ich dachte, ich falle jetzt rein in so einen kleinen Dungeon, wo da eine Schatztruhe versteckt ist. Magnetisch.
Wirklich? Ach, wie nice. Ui, du hast mich entdeckt. Ja, ein Krogsamen. Dieser kleine Samen hat dir ein Krog geschenkt. Vielleicht lohnt es sich, viele davon zu sammeln. Riecht etwas komisch. Ciao. Ach, da freue ich mich. Ich hätte irgendwie echt nicht gerechnet, dass das hier was bringt, aber schön, wenn man sich manchmal täuscht. Das sieht aus wie ein kleines Moorgebiet. Da gleiten wir doch mal runter. Oh, schön. Ich will gar nicht, ich will irgendwie gar nicht alles gleich erlegen, Mensch. Oh, ein verlassener Brunnen, ein alter Brunnen. Oh, und diese Kreatur da hinten sieht auch nicht sehr vertrauenserweckend aus. Ist hier eine Route? Okay. Eine Schleichschnecke, Süßwasserschnecke mit großem Spiralgehäuse, die nachts wie ein Glühwürmchen leuchtet. Als Kochzutat schärft sie die Sinne, sodass man sich lautlos bewegen kann. Und dann, immer her mit den Schnecken. Oh, da sind zwei von diesen Bösewichten. Ah, schau ich mal, ob wir die schon platt kriegen. Fangen wir erstmal hier mit an. Vielleicht wollen die auch nichts Böses. Na komm. Ja, ja, jetzt hat er mich gesehen. Schnell sind auf alle Fälle. Alter Schwede. Oh fuck. Ah. Ach nein. Lass mich in Ruhe. Alter, ich esse mal gerade. Ich esse jetzt erstmal was, ne? So, lass mich mal kurz was essen. Ich bin gleich wieder da. So. Na, was wäre jetzt nächstes? Ach komm. Das mit den Blocken, das Rap klappt irgendwie echt nicht so toll. Ach man, die sind ja auch echt hinterlistig. Die erinnern mich so ein bisschen. Es gab auch mal in dem alten Spiel solche Kreaturen. Mann! So, es sind Zweihänder. Ah. Boah, mit der Axt bin ich viel zu langsam. Und nochmal was essen. Mensch, Mensch, Mensch. Okay. Ach man. Komm. Ah, komm. Na, ah, verdammt. Boah.
Okay, erledigt. Ein Exafloss ist das. Okay, das gewundene Horn eines Exafloss ist es zu hart zum Kochen. Aber eine gute Medizinzutat und auch in Läden eine gefragte Handelsware. Naja, dann ist doch alles tippitoppi. Aber dieses Schwert, Mann, ich muss das einsetzen. Ach, eine Eichel. Ja, ja, kann man manchmal ganz gut gebrauchen. Oh, was ist das denn? Was? Spurtlotos. Lotusfrüchte. Achso, findet man im seichten Wasser. Ihre Nährstoffe ziehen sie mit langen Wurzeln aus dem Boden. Als Kochzutat steigern sie die Fortbewegungsgeschwindigkeit. Ja, cool. Spurtlotos. Da sind bestimmt noch mal ein paar Schnecken zu finden. Oder eine Schatzkiste. Das wollte ich jetzt gar nicht, sondern das hier. Ja. Unglaublich. Wow, ein Zanshin-Kurzschwert. Das traditionelle einschneidige Schwert des Shan-Kan-Shika-Stammes. Okay, elegant und tödlich bei der Herstellung soll angeblich antike Technologie verwendet worden sein. Okay, krass. Das will ich gerade mal angucken. Ah, ziemlich kurz. Aber auch ziemlich schnell und ich denke auch ziemlich tödlich. Oh, hier der Widerhaken. Fies. Cool, dann kann ich ja das Soldatenschwert verwenden. So, erklimmen wir mal diesen Berg hier. Ein bisschen zu steil. Okay. So. Ah, ein paar Äpfel. Ah, haben wir da gerade irgendwas verscheucht vielleicht? Ah, kann ich die nicht? Gleich. Na gut, wir haben zwei Äxte. Ach nee. Naja, hat da gerade was gerufen? So. Ja, dann lassen wir mal hängen. Oh, das sieht auch interessant aus. Ach, vielleicht das Lagerfeuer des alten Mannes. Oh. Hallo Wanderer. Hi. Sei gegrüßt, Reisender. Setz dich ans Feuer, wenn du magst. Ich bin Giro, reisender Händler. Freut mich. Ich sag dir, wir leben in verrückten Zeiten. Ich muss mir meine Ware selbst im Wald zusammensuchen. Sicherer ist es natürlich, einfach Reisenden wie dir Waren abzukaufen.
Du hast nicht zufällig irgendetwas Seltenes für mich? Oh, dann schauen wir mal. Lass mich mal sehen, was du anzubieten hast. Oh ja, die Hörner, die können wir... Oh, ein Bockblind hören. Nur her damit. Sowas nehme ich immer gern. Okay, dann... Ach so. 1 für 3 Rubinen verkaufen wir mal hier. 20 Stück. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Ich kaufe fast alles. Okay, dann... hier. Wirklich alles? Jo, und was nehmen wir noch? Irgendwas war ja auch noch ziemlich... Oh, das ist sogar 30 Rubine wert. Ah, das Opal, ne? Soll die Kraft des Wassers besitzen? Feuerstein. Barsch. Antike Schraube. Schleichling. Weiß ja noch nicht. Also das kriegen wir ja immer wieder. Deshalb verkaufe ich das jetzt auch. Und wir haben ja auch keinen Platz hier. So, dann haben wir schon mal 300 Rubine. Das ist doch super. Möchtest du etwas verkaufen? Nein. Ja, sehr gerne, Giro. Ich bin sehr vorsichtig. So, und ich koche mir gerade mal was. Hier. So, die tue ich dann mal wieder weg. Was kochen wir uns immer Schönes? Da haben wir doch ein paar Zutaten. Also, ein bisschen Wildfleisch, eine Eiche und ein paar Pilze. Das könnte doch was Leckeres sein. Fleischspieß mit Pilzen. Okay, dann machen wir mal das und das und hier so einen schönen Auflauf. Vielleicht mit einer Schnecke. Ah, nee. Warte mal. Ach, die hat er jetzt. Okay, dann mal. Achso, jetzt tut er alles zurück. Äpfel haben wir ja jetzt auch, oder nicht? Wo sind denn die? Ach so. Cool, da haben wir sogar 2 Seiten. Das hatte ich gar nicht gesehen. Ah, das ist natürlich echt super. Zum Steigern der Fortbewegungsgeschwindigkeit. Spurt Kochobst. Obst. Und davon stelle ich mal noch ein paar mehr her. Fast. Okay. Jawohl. Ich bin am Überlegen, ob ich sowas vielleicht mal ein bisschen jedenfalls im Offscreen vorbereite, weil es doch ziemlich langwierig. Und der macht sich ja auch gemütlich. Es sind zwar gefährliche Zeiten, aber trotzdem. Okay, Geschwindigkeit. Ah, auch cool. Na gut, das sollte erstmal reichen. So, dann würde ich mal sagen, die letzten Meter mit Fullspeed. So. Das merkt man schon. Ich bin jetzt ein bisschen flinker. Und den Turm da können wir doch auch mal gerade erklimmen. Schatztruhe, die kann ich natürlich nicht liegen lassen.
Wie war das? Los, Epona, komm zu mir. So. Bernstein. Boah, was sind das für Fische? Ein Rüstungskarpfen. Als Kochzutat stärkt er die Knochen und somit die Abwehr. Oha. Hä, wer blies? Ach so. Na toll. Ach man. Es war so klar, Mann. Wir brauchen eine bessere Rüstung. Ja, natürlich. Nein, ich bin nicht eingeschnappt. Nein. So ein Mistkerl. Aber Mann, wie viel Geld wir jetzt schon haben. Vielleicht kriegen wir dafür mal ein... Ja gut. Schild muss man auch einsetzen, ne? So. Schon sehen. Der hat uns gesehen. Okay, ich esse gerade mal was. So. Hier, ich hole mal eine bessere Waffe raus. Habe ich bisher noch nicht einmal gebraucht. Und die kann auch weg. Dafür kann ich ja mal so einen Knüppel hernehmen. Ach Mann. So, jetzt. Was? Link. Link. Sei auf der Hut. Die Nacht des Blutmondes. In dieser Nacht ist Ganons düstere Magie am stärksten. Sie verleiht den verlorenen Seelen der Monster wieder eine fleischliche Gestalt. Link. Sei auf der Hut. Nacht des Blutmondes. Ich hoffe, die ist jetzt nicht. Wie? Wieso lebt der wieder? Ah! Ja, natürlich. Ja. So, das war der Reisebogen. Den hier wieder. Hat echt einen lausigen Damage. Na gut, für den reicht es. So, und jetzt mein Liebster.
Sehr schön. Das hat doch gesessen. Komm. Ach, verdammt. Boah, der hat wieder dieses brutale Schwert. Ah, jetzt hast du keine Waffe mehr. Okay. Okay. Boah, diese Feuerpfeile sind ja mal mega nice. Ach, aber eine Belohnung gibt's hierfür leider nicht. Naja, muss ja auch nicht immer sein. Oha. Düstere Pfade. Gerade gibt es einen Blutmond aktuell? Ich sehe überhaupt keinen Mond gerade. Der Turm der Zwillingsberge. So, so. Den wollen wir natürlich auch mitnehmen, dann können wir da nämlich immerhin wieder zurückkehren. Dann machen wir mal gerade eine Pause. Schaffen wir das? Ich glaube nicht. Ah. Jetzt aber. Jawohl. Blutmondnacht. Interessant. Man muss immer ziemlich aufpassen, was für eine Waffe man überhaupt trägt, weil da kann man den Schild nicht teilweise verwenden. Und dann ist es echt doof. Man möchte blocken, aber man kann einfach nicht blocken, weil man eine Zweihandwaffe hat und man denkt, hä, wieso blockt da nicht? Und dann ist es meistens schon zu spät, bis man das dann merkt. So. Setzen wir mal den Shika-Stein hier ein. Shika-Stein erkannt. Shika-Turm wird aktiviert. Ach, und da ist das Tal, das zwischen die Zwillingsberge hindurchführt. Was für eine Karte wir gerade aufgedeckt haben. Ja, auch nicht so klein. Eine neue Funktion, Shika-Sensor. Wenn du dich Schreien näherst, die du noch nicht besucht hast, schreit der Sensor aus, geh in die Richtung, in der die Ausschläge, in der die Ausschläge am stärksten sind. Okay. Okay, noch eine neue Funktion. Y.
Das also die Richtung. Okay. Aber Leute, da würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge weiter. Und bis dahin wünsche ich noch euch allen einen ganz wunderbaren Tag. Und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut. Ciao.